Wir haben das Warm-up des Impulsfestivals ein bisschen so unser Jubiläumsmotto gestaltet. 5 Jahre Impulsfestival, 30 Jahre Main Concept, Münchner Hip-Hop-Band, ein Urgestein in der Hip-Hop-Szene, 10 Jahre The Dirt, Posse Rock'n'Roll-Band und das erste Alphorn ever auf dem Impulsfestival. Lois auch Marcy mit einem Alphorn Electro Beats Auftritt. Wenn wir die Auswahl unserer Bands betrachten, dann legen wir schon großen Wert drauf, dass viele lokale Acts bei uns mit dabei sind. Wir haben in diesem Jahr insgesamt 7 Bands, die aus Passau stammen, was ja fast ein Drittel der Gesamtkünstler ausmacht. Wir haben dieses Jahr auch wieder in der Gunterburg eine Bühne. Und zwar ist es dieses Jahr eine U23-Bühne. Das heißt, alle Acts, die da auftreten, sind nur keine 23 Jahre. Das ist uns total wichtig, auch den jugendlichen, jungen Künstlern eben eine Bühne zu bieten. Ich war vor ungefähr gut 6 Jahren das erste Mal auf dem Reeperbahn-Festival in Hamburg, was so ein ähnliches Format ist. Und auch auf dem Nürnberg Pop, also auch ganz viele Locations mit ganz vielen Konzerten, ein Ticket und man sammelt sich halt so den eigenen Weg durch den Abend zusammen. Mit diesen Eindrücken aus Nürnberg und Hamburg in Passau zurückgekommen, gab es ja die ersten Überlegungen, steht sowas Passau? Können wir sowas da machen? Gibt es genügend Locations, zwischen denen man wandeln kann? Und sind drauf gekommen, ja, gibt's und würde Passau auch fantastisch stehen. Dann haben wir es einfach mal ausprobiert und haben recht behalten.